Hallo, jeder von euch kennt bestimmt Monopoly. Jetzt in 2021 ist eine neue Edition herausgekommen, Monopoly Wolkenkratzer, ab 8 Jahren für 2 bis 4 Spieler. Dies ist eine Anleitung für die Spielvorbereitung und wie es gespielt wird. Wie man mit dem Bauen beginnt. Dann das normale Monopoly-Geld. Straßenkarten, Ereigniskarten und so weiter. Jeder Spieler bekommt dann auch so eine Karte, die kann man hier raustrennen. Hier ist das Spielfeld. Ich finde es, ja, es ist eigentlich etwas kleiner wie die normalen Spielbretter. Hier diese kleinen Nupsis, die muss man erst noch rausnehmen, damit die Häuser auch einen guten Stand haben. Hat man auch noch was zum Basteln. Dann verschiedene Symbole. Das ist einmal hier ein Kipper, ein Containerschiff, ein Bagger und ein Baukran. Ne, kann man hier auch so rausnehmen. Alles aus recht günstige Pappe hergestellt. Ja, kommen wir weiter zur Pappe. Den Kunststoffeinsatz hat Hasbro sich jetzt auch gespart. Für die Geldscheine und so weiter muss man sich jetzt erstmal ein entsprechenden Tenor zusammenbauen. Das kann man nachher auch als Einsatz in dem Spielkarton nutzen. Ist aber alles unbeschichtete Pappe. Eventuell recycelt, kann ich jetzt nicht sagen. Auch hier die ganzen Aussparungen freimachen. Ist schon vorgestanzt, wie man es biegen soll. Wird nach unten gebogen, auch nicht falsch rum. Vorher müssen diese Einlagen dann noch rein. Also nicht nur zum Spielen, sondern auch zum Basteln. So, jetzt wird das hier reingesteckt. So. Hier können zum Beispiel einzelnen Plättchen reingelegt werden.
Becher für 4 Plättchenarten. Das Ganze mag vielleicht ökologisch sein, aber ich finde es irgendwie nur billig. So, wie kommt das jetzt? Achso. Das ist der Fächer für das Geld. Ja, das kann man hier nachher so reinlegen. Und dann hat man alles zusammen. Ja, wie das genau geht, muss ich nachher noch schauen. Kommt die ominöse Box hier. Darin sind die Hochhäuser enthalten. Alles andere ist aus Pappe und hier ist massenhaft Kunststoff drin. Nochmal zum Spielfeld zurück. Wir mussten ja die Aussparungen auch herausgenommen werden. Und hier kommen dann auch die Wolkenkratzer nachher hin. Die Häuser sind nicht mehr dabei. Also können hier die Wolkenkratzer übereinander gesetzt werden. Dann ist hier noch extra ein Baustein eingepackt in Papier. Eine ganz toll permutfarbend glänzendes Penthouse soll das sein. Hier ist dann noch ein eingewickelt. Darin sind enthalten 2 Würfel und 4 Figuren aus Metall. Nicht gerade sehr groß. Also ich bin andere Größen da von Monopoly gewohnt. Ich habe zum Beispiel eine Edition hier von Kinderüberraschung. Wenn man die Figuren vergleicht, da hat man wenigstens noch etwas anzufassen. Also das sind die Metallfiguren von der Wolkenkratzer-Edition. Das ist jetzt von Kinderüberraschung so ein Sammelobjekt, sag ich mal. Ja, das ist schön bunt.
und das ist einfach nur klein, aber aus Metall. Muss man gut aufpassen, dass man die nicht irgendwo verliert oder einen Staubsauger bekommt. So, das ist darin enthalten. Ich kann auch noch mal die Karten im Vergleich zeigen. Das sind jetzt die von Kinderüberraschung. Die Wolkenkratzerkarten sind um einiges kleiner. Noch, dass sie dünner sind. Es wird überall gespart. Da wir jetzt schon beim Vergleichen sind, Spielfeld. Und die Wolkenkratzer-Edition. Ne? Viel kleiner. Das sind 5 cm weniger auf beiden Seiten. Ja, Spaß machen wird das Spiel wohl. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Werde mal ein Spieleabend machen. Das war jetzt nur das Spiel, um das mal vorzustellen, was enthalten ist und wie die Qualität des Spiels ist. Es ist auf jeden Fall gewaltig eingespart worden. Das sind die Reste, was überbleibt. So, ich hoffe, es war einigermaßen informativ. Falls ja, lasst mal ein Like oder ein Gefällt mir da. Bis dann.